In diesem Video möchte ich euch gerne den OFB vorstellen. Das ist ein Oberhitzegrill und wie der Ganze aussieht und was dort alles dabei ist, das seht ihr in diesem Unboxing. Ihr seht schon, der Karton ist noch zu. Das heißt, ich öffne ihn jetzt quasi mit euch live. Ich weiß wirklich noch nicht, was drin ist. Ich meine, klar, der Grill ist drin, das ist logisch. Aber den Inhalt selbst. Dazu jetzt hier oben. Einmal komplett aufschneiden. Ja, dann würde ich sagen, kommt mal ran. Jetzt seid ihr ja rangeholt. Jetzt machen wir das Ganze mal auf. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt aufmache. Sehr cool, weil Bedienungsanleitung guckt uns gleich ins Auge. Gucken wir gleich nochmal im Detail nochmal genau rein. Wichtiger Hinweis, gucken wir, wie gesagt, nachher noch mal im Detail nach. Was mir sofort aufgefallen ist, und zwar hätte hier, ich glaube, das wird das Universalwerkzeug für den OFB. Gehen wir später auch noch mal drauf hinein. Dann versuchen wir mal, das ist natürlich sehr cool, Schlauch mit Druckminderer hier oben direkt drin, lege ich auch erstmal beiseite. Ich möchte nämlich das Gerät sehen. Ich bin nämlich richtig hebelig. Sehr gutes Verpackungsmaterial, ja, und da sehe ich ihn schon. Ich versuche ihn jetzt mal so ein bisschen hier rauszuholen, obwohl ich muss jetzt erstmal so beiseite. Ich nehme ihn jetzt raus und dann hole ich euch dazu. Zeige ich euch erstmal die wichtige Information für den Einbrennvorgang. Ich lege den Zettel beiseite, weil das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Weil eingebrannt werden muss der OFB nämlich auch. Kommen wir jetzt zur Bedienungsanleitung. Im Prinzip aufbaumäßig ist da nicht wirklich viel zu tun, sondern er ist halt eigentlich schon grillbereit. Einbrennen und dann kann losgelegt werden. Was damit bei ist, ist hier auf der Seite mit dem Lieferumfang. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt erstmal auf das Innere ein. Ich war ein bisschen voreilig. Ich musste die GN-Schale jetzt auch schon auspacken. Macht aber nichts. Das heißt, es ist hier ganz normale Gastrogröße. Ja, finde ich sehr, sehr cool, weil dann kann man verschiedene Größen mit einpacken. Dann haben wir da unten einen Karton. Ihr merkt schon, der ist halt richtig fest. Dafür müssen wir jetzt auf dieses Multifunktionalwerkzeug zurückgreifen. Den einfach in die Seite reinstecken. Denn damit verstellt man die Höhe von dem Rost. Denn hier drin ist nämlich das Rost. Das befindet sich nämlich hier genau drin. Ich versuche das mal aufzumachen. Ich bin, wie gesagt, heute ein bisschen ungeduldig, weil ich finde, der OFB ist wie Weihnachten heute. Ich pack den aus und was findet sich davor? Ein gusseisernes Rost. Also das finde ich schon mal sehr geil. Da unten ist jetzt noch eine Schutzfolie drüber für das gebürstete Blech. Das ziehe ich nochmal weiter ab. Ja, und dann kommen wir zum Gerät selbst. Dann seht ihr die Rückseite von dem OFB. Was ich ziemlich cool finde, ist, und zwar hier hinten diese beiden Laschen, die könnt ihr losmachen, dient der besseren Reinigung. Dann habt ihr unten noch einen Hebel. Der Hebel hat Folgendes zugute. Und zwar, ihr habt ja vorne schon gesehen, dass man die Erhöhung mit dem Multifunktionalstool nach oben und unten schieben könnt. Damit macht ihr die, ich sage jetzt mal, die Festigkeit. Das heißt, wie fest soll es sein? Das heißt, wenn ihr auf lose macht, dann ist das vorne lose. Das heißt, er fällt auch runter. Da es halt ein Gussrost ist, drückt das Gussrost halt runter. Ich drehe das jetzt hier so fest, wie es geht. Im Prinzip so. Und dann zeige ich euch das nachher vorne. Was allerdings noch wichtig ist, und zwar hier oben der Gasanschluss. Ihr seht hier hinten jetzt auch schon diese kleine, ja, ich sage jetzt mal, Tülle, die dabei ist. Das ist der Knickschutz. Ihr dreht das fest. Am besten macht ihr das mit etwas Seifenwasser, macht das etwa so fest, ein bisschen Seifenwasser drauf, macht die Gasflasche auf und seht, wenn da nur Blasen dran aufschlagen, dann ist das noch nicht fest genug. Dann nachziehen, am besten mit Werkzeug. Was allerdings ziemlich cool ist, und zwar diesen Knickschutz drüber schieben. Dann habt ihr hier so einen kleinen Stopper, den schiebt ihr hier oben einfach durch. Gucken, ob ich das auf Anhieb hinbekomme. Jawohl. Und dann könnt ihr dann das Ding nicht mehr rausziehen. Somit habt ihr hier hinten den Knickschuss fest. Ja, und jetzt gehen wir erstmal nach vorne. Bevor uns das Licht komplett verlässt, zeige ich euch das kurz, was ich hinten meinte mit diesem Leveling-System. Das heißt, wenn ich jetzt nach oben mache, bleibt er jetzt auch auf der Position. Jetzt mache ich nochmal runter. Jetzt gehe ich mal hinten, das habt ihr ja gesehen von hinten, auf Minus, komplett auf Lose. Jetzt mache ich das hoch und lass mal los. Seht ihr, was ich meine? Das heißt, damit stellt ihr halt wirklich die Intensität ein, wie das jetzt halt wirklich packen soll. Ja, ich denke, der Grill ist jetzt soweit vorbereitet zum Einbrennen, oder? Jetzt heißt es erstmal anbrennen. Dazu das Rost oder ich sage jetzt mal die Rosterhöhung bis nach ganz unten stellen. Multifunktionalstool rausziehen. Dann nehmen wir das Multifunktionalstool zur Hand. Nehmen dann das Gitter mit raus. Legen das beiseite.
Dann nehmen wir die GN-Schale raus. Ja, und dann würde ich sagen, heißt es zünden. Zum Zünden ist das eigentlich ganz einfach. Ihr geht hier oben, drückt das rein, geht auf die Plusflamme und drückt dann einmal drauf. Dreimal und dann müsste er an sein. Habe ich euch ja oben gerade gezeigt, wie das geht. Das heißt, auf die Flamme, ein bisschen warten, dann ist er an. Das hört man jetzt auch. Also ich finde es halt ein ziemlich cooles Geräusch. Und das zweite ist auch mit an. So, und das lassen wir jetzt erstmal so auf eine Viertelstunde. Und das ist, wie gesagt, auch der Vorteil, dass er nämlich zwei Brenner da drin hat. Das heißt, man kann die komplette Fläche komplett ausnutzen. Während er einbrennt, möchte ich euch gerne noch diese Meet-O-Meter Distance Control halt zeigen. Und zwar mit dem Multifunktionalstool hier an der Seite einfach reingehen. Damit kann man übrigens auch Bierflaschen aufmachen. Nur so. Könnt ihr das nämlich nach oben und nach unten verschieben. Was ich euch dabei nämlich zeigen möchte, ihr seht gerade den Strich, dann seht ihr nämlich auch eine Skala, wo ihr gerade euch befindet. Ist natürlich halt sehr, sehr cool, wenn ihr halt unterschiedlich dicke Steaks habt, braucht ihr halt einfach nur an die Skala richten und schreibt euch euren Richtwert auf. Während der Grill einbrennt, möchte ich euch gerne, ich glaube, etwas detailreicher zeigen. Wie wär's mit diesen Poren? Um den OFB einzuweihen, habe ich mich jetzt hier für ein Ribeye entschieden. Das kommt jetzt für die nächsten anderthalb Stunden. Das seht ihr jetzt schön auf dem Sous-Vide-Gerät in das Sous-Vide-Gerät. Und zwar bei einer Temperatur von, ich habe jetzt hier 50 Grad. Macht das auf Start. Ja, und in der Zeit würde ich sagen, bereiten wir mal eine Beilage vor. Ja, das sind jetzt auch schon die Zutaten für die Beilage, die wir benötigen. Und zwar drei große Zwiebeln. Das sind jetzt weiße Zwiebeln. Ihr könnt natürlich auch die normalen nehmen. Dann ein bisschen Raclette-Gewürz von Ankerkraut und ein bisschen Butter. Die Zwiebeln selbst viertel ich jetzt, mache die in kleine Ringe und dann sehen wir uns am OFB wieder. Den OFB selbst habe ich jetzt angemacht auf Dreiviertelstärke, das heißt auf beide Brenner. Ein Stückchen Butter ist schon in der Schale drin. Die lasse ich jetzt erstmal schmelzen und dann geht es gleich weiter. Die Butter ist jetzt geschmolzen und jetzt gebe ich einfach die Zwiebeln in die GN-Schale mit rein. Und unter stetigem Rühren wird dann die Zwiebel halt komplett untergerührt. Sofern die Zwiebeln dann so aus sind, also ich kann euch wirklich nur einen Tipp geben, rührt und bewegt die Zwiebeln stetig. Jetzt einfach nur ein bisschen von dem Raclette-Gewürz drauf, dann rühre ich das Ganze durch und damit sind die Zwiebeln schon mal fertig. Kommen wir dann gleich zum Steak. Steak ist jetzt mittlerweile fertig, den OFB habe ich jetzt auf starke Hitze vorbereitet und jetzt kommt das gusseiserne Rost, kalt, wohlbemerkt, in den OFB rein. Dazu müssen wir ganz hinten schieben. Ja, und jetzt heißt es erstmal, so, jetzt mal pro Seite eine Minute. Die Minute ist jetzt rum, jetzt gucken wir mal nach. Richtig schön anheben, ja, perfekt. Das mache ich jetzt mit der anderen Seite auch, ja, und dann würde ich sagen, ist das Steak fertig. Steak ist jetzt soweit fertig, das Einzige, was ich jetzt halt wirklich nur noch mache, ist halt würzen. Ja, und dann würde ich sagen, das Steak ist auf jeden Fall fertig. Kommen wir zum Resümee vom OFB. Ja, kommen wir erstmal zum Resümee zu dem OFB. Was heißt OFB eigentlich? OFB heißt Overfried Broiler, das heißt nichts anderes wie ein Oberhitzengrill. Wir reden hier von einer Hitze von über 900 Grad und zwar zweifach. Das heißt, er hat zweifache Keramikbrenner von oben. Und ja, ich sage jetzt mal von der Verarbeitung her, ihr habt selber ein Bild davon bekommen, super verarbeitet und das Gerät ist einfach top. Stufenlose Einstellungen von der Höhe her gesehen und ja, Regulierung oben drüber haben wir halt ein Drehpoti, das heißt, wir haben jetzt nichts Einstellbares, was fest eingestellt ist, sondern wir können punktuell auf die Temperatur hinausgehen. Auch wenn das Steak jetzt wirklich perfekt aussah, war es leider, ich muss es wirklich so sagen, ein Beiwerk, denn es ging halt um den OFB. Der OFB, ihr habt euch selber da ein Bild von gemacht, ist wirklich perfekt gewesen und ja, danke nochmal an Otto Wild Grillers, so nennen die Jungs sich, dass sie mir den Grill zur Verfügung gestellt haben. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Für weitere Tipps und Tricks schaut einfach auf tobias.grill.de nach. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren, das findet ihr wie immer unterhalb von diesem Video.